Die Szenariotechnik ist das geistige Malen von Zukunftsbildern. Das haben Sie alle schon mal gemacht, ohne dass Ihnen jemand jetzt sagt, Sie haben gerade die Szenariotechnik angewendet. Aber das haben Sie schon mal gemacht. Und wie macht man das? Im ersten Schritt schaut man sich an, welche Einflussgrößen sind besonders wichtig. Ja, nehmen wir einen Automobilhersteller, Bevölkerungsentwicklung ist für den wichtig, Anteil von jungen und alten Menschen ist für den wichtig, je nachdem, welche Modelle der baut. Es gibt Modelle, das ist eher was für ältere Leute, Modelle sind eher für junge Leute. Ja, dann natürlich gesetzliche Entwicklung wie Abgasnormen, ökologische Entwicklung, Rohstoffvorkommen, das sind Größen, die sind für den wichtig. Konjunkturelle Entwicklung, was tut sich in den sogenannten Entwicklungsländern? Wollen die Leute dann irgendwann auch ein Auto haben? Wir wissen, dass sie jetzt schon das wollen, aber im Moment sich noch nicht leisten können. Aber vielleicht können sie es in 10 Jahren. Ja, das sind alles solche Dinge. Und dann entwickeln wir verschiedene Szenarien, mindestens 3. Ein rosa-rot, ein rabenschwarz und ein Mittelding. Und diesen Ansatz nennt man Trichtertechnik. Und die schauen wir uns mal visuell an. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.